Schon mal auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch zum Wahlsieg. Wie geht das jetzt gerade mit der Gefühlslage? Ja, das ist wie eine Achterbahn. Auf der einen Seite freue ich mich riesig über diesen Vertrauensbeweis, den die Bürgerinnen und Bürger mir im Wahlkreis Unterems geschenkt haben. Denn es waren so viele Menschen, die mir ihre Stimme gegeben haben. Und jede Stimme ist ein Vertrauensbeweis. Und ich hatte vor 4 Jahren gesagt, ich kümmere mich. Und das ist gehört worden. Und dafür bin ich sehr dankbar, aber auch sehr demütig. Ja, und auf der anderen Seite ist natürlich das Ergebnis meiner Partei niederschmetternd. Es ist das historisch schlechteste Ergebnis und das tut mir auch als Unionsfrau weh. Aber ich hoffe, dass jetzt die Lehren daraus gezogen werden, denn Deutschland braucht eine starke Union. Und von daher ist der heutige Abend dann auch wieder Neuanfang. Und wir begeben uns auf den Weg, jedenfalls ich. Apropos heutiger Abend, was passiert denn heute noch? Wird gefeiert? Ja, ich treffe mich mit den Unterstützerinnen, Unterstützern, Familie, Freunde, natürlich mit Corona-Abstand. Wir sind draußen und zwar bei den Schaustellern im Piratendorf. Also nicht, dass ich jetzt aussehe wie eine Piratenbraut, aber wir wissen, wie schwer auch die wirtschaftliche Situation der Schausteller ist. Und es gibt eben eine wunderbare Angebote, auch unter anderem in Neukamper Feen. Und da werden wir dann sein bei den Schaustellerinnen und Schaustellern, auch um sie ein bisschen zu unterstützen.